Moin, moin, wie man in Hamburg sagt. Hier wieder das Monkey Essie. So, ich wollte euch mal zeigen, so ein bisschen. Für manche Anfänger ist das vielleicht ganz gut. Akkustecker und Reglerkabel. So ein bisschen vor Feuchtigkeit schützen. Ihr nehmt euch so ein kleines bisschen Schrumpfschlauch, eckig. Und dann zieht ihr das da schön rüber und macht das ein bisschen fest. Dann oxidieren die Stecker nicht so schnell. Also ist ein ganz guter Tipp. Das würde ich auch nochmal beim Regler machen. Und dann, wie gesagt, oxidieren die Stecker nicht so schnell. Wir haben das schon ein paar Mal gehabt. Bisschen im Regen gefahren, bisschen im Schlamm, bisschen in Feuchtigkeit. Du machst dein Auto schön sauber. Alles ist gut. Bloß in die Stecker innen drin, da so eigentlich innen drin, kommst du immer nicht richtig rein. Dann oxidiert das da drin schön. Gerade in Verbindung mit Strom und. Wäre das immer so ein bisschen schön grün da drin, was natürlich nicht so schön ist. Darum habe ich mir gedacht, mal so ein bisschen die Stecker vor Feuchtigkeit schützen. Das heißt, eine schöne Schrumpfmuffe vorne, hinten rüber, schön festmachen, dass das schön eng anliegt. Und dann kommt da nicht mehr so schnell Feuchtigkeit rein. Und genauso würde ich das natürlich auch beim Regler machen. Und hinterher ist das eine luftdichte Geschichte, eine wasserdichte, besser gesagt. Na Leute, vielleicht hilft euch das ein bisschen, gerade für die Anfänger, die älteren Hasen, die machen das natürlich automatisch, die haben da ihre Tricks. Kannst natürlich auch Plastidip nehmen oder so. Aber hier, Schrumpfschlauch hat Papa bestimmt zu Hause, ansonsten die Mutti. So, Stecker vor Feuchtigkeit schützen. Viel Spaß!